Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, meine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Matthias Gerg an. Dieser hat über Backmagic geschrieben, welches er mit 4,2 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Backmagic ist ein kostenpflichtiges Plugin für WordPress, welches dabei helfen soll, die Conversion Rate einer Webseite zu verbessern und die Bounce Rate zu verringern. Wie genau das funktioniert und was man wissen sollte über die zwei Veranstalter, erfahrt ihr hier. Ralf Schmitz ist ein bekannter Name und ein bekanntes Gesicht in der Online-Marketing-Welt. Sein Spezialgebiet liegt im Bereich des Affiliate-Marketings, was er bereits seit 2007 aktiv betreibt. Der ausgebildete Zerspannungsmechaniker und Reiseverkehrskaufmann ist gefragt und macht einen Millionen-Jahresumsatz mit Infoprodukten zum Thema Online-Marketing. Einige dieser Produkte sind zum Beispiel der Affiliate-König, VIP Affiliate Club, Affiliate Power Marketing oder Magic Affiliate. Florian Schöll ist die perfekte Ergänzung zu Ralf Schmitz, denn er ist zertifizierter Google-Experte und Google-Partner. Er durfte bereits für namenhafte Marken wie Armani, Diesel oder Fossil arbeiten und gründete später seine eigene Agentur namens ClickPro, wo man als Unternehmer seine Internetpräsenz untersuchen lassen kann hinsichtlich SEO, Suchmaschinenoptimierung und weiteren Kriterien. Vorab schon einmal als Information: Wer sich besonders detailliert anhören möchte, was Backmagic kann, der kann sich eintragen für ein kostenloses Webinar, welches ca. 40 Minuten dauert. In diesem zeigt Florian Scholl, worum es genau geht und spricht noch andere Themen an. Dort geht es zum Beispiel um Google Ranking und wie man sich eine bessere Position verschafft bei Google. Ein weiteres Thema sind Backlinks, welche verwendet werden, um von einer Webseite auf eine andere zu verweisen, eine Art Rückverweis. Meistens sieht man dies bei thematisch ähnlichen Seiten. So kann man den Besuchern noch mehr Inhalt bereitstellen, ohne den Content komplett selbst produzieren zu müssen. Solche Backlinks können beim Ranking eine wichtige Rolle spielen, aber im Webinar wird eher darauf eingegangen, warum sie nicht so wichtig seien. Inwiefern man da zustimmen kann, sollte jeder für sich persönlich entscheiden. Ansonsten geht es noch um Lead-Generierung und Affiliate-Provisionen. Aber hauptsächlich natürlich um das WordPress-Plugin Backmagic, welches für all diese Themen eine Rolle spielt. Wie mehrfach erwähnt, handelt es sich hier um ein WordPress-Plugin. Das heißt, man installiert dieses in wenigen Schritten auf seinen eigenen WordPress-Account und man erhält sofort vollen Zugriff auf die Funktionen. Im Backend taucht dann eine Seite auf, wo man die drei URLs eintragen kann. Dort ist Platz für die eigene Homepage, Landingpage, Affiliate-Produkt, Blog, Online-Shop oder wo auch immer man gerne seine Besucher hätte. Wenn die URLs eingetragen sind und man die Änderungen übernimmt, fängt die Arbeit von Backmagic an. Die Magie liegt darin, dass jeder Besucher, der nun die eigene Homepage verlassen möchte, auf eine der drei angegebenen URLs automatisch weitergeleitet wird. So kann man, wenn man möchte, die Besucher noch auf andere Produkte, die man anbietet oder die man als Affiliate-Partner betreut, aufmerksam machen. Die zweite Funktion von Backmagic findet man unter Suchmaschinen optimiert. Wenn dies aktiviert ist, dann wird ohne weiteres Zutun jeder zweite Besucher, der ursprünglich über Google gekommen ist, nach dem Verfassen der Seite umgeleitet auf Bing, eine andere Suchmaschine. Bei Bing steht dann genau im Suchfeld, was der Besucher zuvor bei Google angegeben hat. Was bringt das? Nun, Google merkt sich so nicht, dass der Besucher eigentlich die Webseite verlassen hat, die Bounce Rate, also Absprungrate, bleibt so wesentlich niedriger. Und dieser ist auch wesentlich Ranking-Faktor für Google. Das heißt, umso niedriger die Rate, desto besseres Ranking bei Google, da die Seite scheinbar interessant ist. Je nach Aktion und Angebot ist der Preis unterschiedlich. Momentan kostet die Lizenz für eine Domain 59,90 €, für die drei Domains 99,90 € und für 10 Domains 197 €. Nun abgesehen davon, dass der Preis hier fast unverschämt hoch ist, zahlt man hier mittlerweile etwa auch schon für den Namen, habe ich auch einige Bedenken, aber dazu später. Kaufen kann man Backmagic übrigens über Digistore24. Um bis zu diesem Fenster überhaupt erst zu kommen, muss man sich aber das Webinar angucken, was man so oder so finden kann. Zumindest habe ich bisher keinen Direktlink gefunden, aber vielleicht bin ich auch einfach nicht so gut darin. Also zum Plugin selbst einmal. Die Installation ist gewohnt einfach. Jeder, der schon einmal ein Plugin für WordPress gekauft hat, der weiß, wie schnell das geht, denn im Prinzip muss man nicht weiter tätig werden. Das Plugin an sich bzw. das Backend ist sehr überschaubar, da es eben nur aus diesen zwei Funktionen besteht. Die Nutzung ist dementsprechend simpel und es bedarf keinen technischen Know-how, um damit umgehen zu können. Einen Effekt merkt man auch relativ schnell, besonders eben bei der Bounce Rate, wofür es ja auch hauptsächlich erstellt wurde. Die Conversion ist wesentlich höher und all dies wirkt sich sicherlich positiv aus. Doch es gibt auch seine negativen Seiten, wenn man sich mal die Rolle des Besuchers versetzt. Wäre man selbst nicht davon genervt, wenn man eine Seite verlässt und auf Biegen und Brechen probiert, der Betreiber dich noch auf irgendeine andere Seite zu bringen, oder du landest plötzlich bei Bing, einer Suchmaschine, die man sonst vielleicht überhaupt nicht nutzt?
wie ein Spielball wird man sozusagen ohne Einverständnis von einer Homepage zu einer Landingpage gebracht, die eventuell ein Produkt bewirbt, was so überhaupt nicht von Interesse ist. Das hinterlässt beim Besucher unter Umständen einen negativen Beigeschmack und wirkt sich nicht gut auf die Reputation aus. Nach weiteren Recherchen bin ich noch auf ein weiteres Argument gestoßen, was man in Betracht ziehen sollte, bevor man sich mit Backmagic beschäftigt. Im Prinzip werden hier Sachen manipuliert und Google ausgetrickst. Die Frage ist, inwiefern Google das duldet und was passiert, wenn sie das herausfinden. Man bewegt sich hier sicherlich in einer Schattenzone von Google. Das Programm funktioniert einwandfrei und wer auf solche Besuche angewiesen ist, der kann sicherlich diese Methode verwenden, aber man sollte immer im Hinterkopf haben, dass es letztendlich auch negative Auswirkungen haben kann. Zudem zahlt man hier recht viel Geld für ein Plugin mit zwei zweifelhaften Funktionen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.